Guten Tag, Mahlzeit und hallo, hier ist der Silencer und ich spiele für euch Deadlight. Und ihr seht, wieder mit Facecam. So, von vornherein mal, es gibt ein ganz kleines Problem mit Deadlight. Und zwar, ich habe das ja schon mal vorgespielt. Bei Deadlight kann man irgendwie keine einzelnen Profile oder so machen, sondern man muss einfach, jetzt, wenn ich jetzt eine Szene neu auswähle, dann kann ich das aber irgendwie nicht speichern. Weil wenn ich jetzt nämlich auf Fortsetzen gehe, dann fange ich nämlich da an, wo ich beim ersten Mal spielen wieder war. Da habe ich schon eine Pistole und sowas. Oh, wenn ich das jetzt mal nicht so vorwegnehme. Und ich habe jetzt einfach mal eine Szene ausgewählt, die ist einen ganz kleinen Ticken danach, wo wir jetzt waren. Ist aber nicht schlimm, weil wir müssen halt immer noch zu dem Safe Point. Und ja, da unten ist ein Zombie. Hallo! Warum die leuchtende Augen haben? Ich habe keine Ahnung, fragt mich nicht. Aber gut, wir müssen jetzt, ihr seht das da oben, da, irgendwo da ist das, glaube ich, da unten. Ja, Leertaste und rüber zur nächsten Seite und dann geht's ab, dann kann er nämlich irgendwie über die Wände springen. Ich mach das mal. Oh. Das war natürlich super geil. Komm, also einmal sprinten mache ich mal, hopp, und drüber, zopp. Da muss ich dann zur Seite drücken und dann kann er das. Komm, auch da hoch. Er ist hier der Prince of Persia von Seattle. Bums, und jetzt sind wir da oben auf dem Dach. Achso, da oben ist man hin. Ihr seht, da oben ist eine Leiter, da muss ich versuchen hinzukommen. Ich sprinte, springe und er schafft's natürlich. Das Spiel ist ganz cool, habt ihr ja schon gesehen. In der ersten Folge, wenn ihr beim Landen runterdrücken, glaube ich, war das. Ich guck mal. Und sprinten. Oh. Habt ihr das gesehen? Also, oh, ich bin einfach da. Ich glaube, warte mal, das war... So, glaube ich. Control muss ich da drücken. Wenn euch meine Videos gefallen, bitte auf Liken drücken, bitte mich abonnieren. Und wenn ihr das Video euren Freunden zeigen wollt, natürlich immer, immer gerne. Für alle Leute, die zocken, ist es natürlich geil. Viele kennen zum Beispiel Deadlight nicht. Oh, hier sind wir in so einer Wohnung. Seht ihr das? Oh, ja. Oh. Musikbox. Oh. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? What in here? Waren sie hier? Ich weiß nicht, ob sie hier waren. Aber was eine kranke Wohnung. Guckt euch das an. Hier, er macht da jetzt was. A slaughtered family. And another graffiti signed by the new law. This is what happens to those who steal from death. In dem Spiel, übrigens, wird ganz, ganz viel, wird das darauf hingewiesen, dass ja die Bösen gar nicht die Schatten sind, also die Zombies, sondern mehr so die anderen Leute, die anderen Menschen. Und das habt ihr auch schon gesehen, dass da vorhin irgendwelche Leute waren. Oder in der Folge davor habt ihr das gesehen, dass sie da, die Zombies da aufhängen wollten. Übrigens, ich hab mir gerade ans Mützchen gefasst, ne, ich mache dem Protagonist nach. Ich werde das noch bei anderen Let's Plays machen, dass ich meine Kopfbedeckung an den Let's Plays anpasse. Jetzt locke ich die wieder. Kopf. Rüber. Übrigens, ich finde es... Oh. Oh. Los, hoch. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Gut, dass ich dir ja da erst hingelockt habe. Übrigens, ich finde es total geil, dass ihr mich so unterstützt bei Facebook oder auch halt bei YouTube. Dir vielen Dank nochmal. Und jetzt geht's hier weiter mit Deadlight. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht genau. Ich muss da vorne hin. Warum muss ich, wie komme ich denn da hin? Nein. Ich bin unter Strom. Ja, ich muss wahrscheinlich direkt da von diesem Sims abspringen. Komm, das drücken, ein Schuh. Immer dieser Schuh da. Was hat dieser Schuh zu bedeuten? So, ich sprinte jetzt. Huh. Ah, ich erinnere mich, als ich das erste Mal schon mal gespielt habe. Ja. Und Jumping. Stop. Hängel. Okay, das ist jetzt ein Medipack. Das kann ich benutzen, halt, wenn ich Energie verloren habe. Ihr seht das da. Ich habe keine Energie verloren. Gerade ist alles voll. Später wird das aber auch noch kommen. Hier, das ist ja jetzt gerade, ich will jetzt nicht sagen, noch Tutorial. Nee, Tutorial ist es nicht, aber es, wir kriegen ja gleich auch noch eine Waffe. Da zum Beispiel. Jetzt, da haben wir sie. Jetzt muss ich auch. Darf keine Kuh. Oh, das ist jetzt cool. Guckt es euch an. Das ist sehr, sehr geil. 92. The days of wasting bullets are gone, Randy.
I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. Yeah. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First, you need to load it. The key resides in being quick. Like those guys in the casino. Kartenspieler wie im Casino. Quick feet. Boom. Soft hands. Like snakes perfect. So. Packen Sie mal weg. Zum Nachladen. R drücken, mach ich. Das ist sehr cool gemacht. Seht ihr das? Ich kann zum Beispiel nur einzelne Kugeln auch nachladen, indem ich nur einmal R drücke. Ich muss die ganze Zeit halt durchhalten. Schieß auf die Dose. Auf die Dose, ja. Also die Dose ist jetzt nicht das Ding, was hier vorne ist. Das habe ich nämlich auch beim ersten Mal so mir gedacht. Nein. Es ist da hinten. Seht ihr das? Da, wo jetzt dieses rote Teil ist. Und wenn ich jetzt schieße, bumm. Tja, getroffen und nachladen. Well, let's think of something harder. Hey, you see that crow? Diese Krähe, seht ihr die da, die so blau aufleuchtet? Da oben ist er. Habe ich sie jetzt getroffen? I think it's time to do something about this poor bastard. Ah, da hinten ist so ein Vieh. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Das ist grausam. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. Yes, machen wir. Kann ich so zielen? Jo, pass auf. Guckt euch das an, wie geil ich bin. BAM! Tja. Immer auf den Kopf. Always in the head. Always in the head. Ich möchte nachladen. Komm. So, ich habe da oben jetzt 12 Kugeln drin. Jetzt muss ich auch direkt eine Kugel hier verballern. Ich muss hier nämlich irgendwo drauf drücken. Drauf schießen. Muss ich jetzt machen hier? Ich habe die Kugeln für einen 38er gefunden. Hier durch. Warte. Oink. Da oben. Da ist eine Leiter. Schieß auf das Schloss, um weiterzukommen. Boing. Boing. 2 Kugeln musste ich dafür versemmeln. Aber man kann die meisten Zombies, Schatten, je nachdem, wie man sie nennen mag, kann man auch so erschießen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Spiel habt, immer drunter schreiben. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, immer her damit. Ein weißer Van! Ihr seht, die Bösen sind gar nicht mehr oder weniger. Ja, die Schatten sind natürlich die Bösen, also die Zombies. Aber da gibt es so Leute, die haben irgendwie Seattle wohl eingenommen oder so. Ich habe selber noch keine richtige Ahnung. Oh, da unten ist ein Zombie. Nanu? Ich habe die Kugeln für einen 38er gewonnen. Okay. Nicht gewonnen, gefunden. Haut ab! Nee! Boah! Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen. Was für eine Frage. Mann! Ich musste da irgendwie. Ich kann da irgendwie durchjumpen oder so. Beliebige Taste, um weiter zu. Okay, komm, weiter. Ein Benzinkanister. So. Jetzt. Kann ich da nochmal hin? Jo. Bitte. Ich muss wahrscheinlich die erschießen, oder? Und. Hüpf! Könnte nix! Oh. Ich hab geschossen und dann bin ich rübergelaufen. So. Hier ist ganz, ganz cool, glaube ich, mich erinnern zu können. Hier habe ich ein Medipack, glaube ich. Ja. Ein Verbandskasten, die finde ich ab und zu. Zum Glück geht's mir gut und ich brauche nichts daraus. Okay, weiter. Okay, ich muss rennen. Bam! Weg. Ich weiß. Ich muss hier irgendwas machen. Was muss ich machen? Oh! Ich musste mich ducken. Smell is horrible. Das Feuer versperrt mir den Weg. Stank ist furchtbar. Okay, weiter. Ab darüber. Jo. Hingekriegt. Okay, ab durch das Häuschen hier. Ist hier irgendwas, was ich aufnehmen kann? Da bestimmt, oder? Tür bitte aufmachen. So, ab hier hoch. Ach, die Geschichte. Ja, die ist cool. Ihr seht oben in meiner Waffe, mir fehlt eine Patrone. Die lade ich mal eben nach. Whoops. That water tower looks weak. Man
I could tackle it down. Machen wir. Geht nicht. Also machen wir so. Und hin. Bam. Geil. A waste of precious drinking water. So, man hört nichts. I have to find my friends. My family. My friends, my family. Er will halt seine Freunde, seine Familie wiederfinden. Das ist, macht. Also so von der Stimmung her ist das sehr, sehr cool, weil er will die halt wiederfinden und wir befinden uns auch gerade so in dieser Stimmung der Flucht. Ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. So, jetzt locke ich die wieder an. Weil da hinten muss ich an den Mast. Kommt her! Und jetzt, ich könnte die erschießen, weil mir macht's gar. Es macht gar keinen Sinn. Der eine muss auch noch kommen. Hallo! Ah, guck mal, der ist da runtergeflogen. Oder da unten zumindest. Komm her. Okay, wenn er nicht will. Tschu. Pumps, ab da hoch. Sehr schön. Und darüber. Gut. Ab in das Haus rein. So. Guckt euch das mal an. Das ist schon sehr cool gemacht. Also da haben sie sich schon ein bisschen Gedanken zu gemacht. Oh, da steht einer. Ein Fetter. Bums! Tja. Wer da auch einfach so rumsteht, kann ich dann machen? Nein. Ich glaube, ich muss hier raus. Ja. Okay, dann ab da hoch. Die Leiter hoch. Darüber. Hier war aber noch irgendwas. Ach, nee. Nur Sprinter da durch! Da oben sind Freaks. I kill you, Freaks! Wir haben wieder hier. Noch eine Etage hoch. Boink. Oh, ich muss langsam mal auf Uhr gucken. Jo. Achso. Ja. Hier muss ich hier gegen springen. Zack. Habt ihr gesehen? Gegen die Wand und gegen die Wand. Und jetzt kann ich hier raus. Dann kann ich hier hoch. It seems that those planks block up the way to the rooftop. Ich locke die jetzt an. Kommt her. Und die dicken, fetten Zombies werden die Bretter zusammenbrechen lassen. Runter. Oh. Jetzt gehe ich nämlich hier runter wieder. Zap. 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 Ab hier runter. Yes. So, und jetzt? Natürlich wusste er das vorher, dass das genauso passieren wird, dass dann jetzt ein Balken hier ist. Freaks. Jetzt gucke ich mir die Freaks an. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. Hallo. Lag hier nicht irgendwas? Hey, ich bin hier voll paranoid. Sehen, was liegt. So, ab da hoch. Hier hoch, dann zur Seite wieder. Hier hoch, durch das Fenster. Da lag doch was. Ey, warum kann ich ihn nicht anwählen? Jetzt muss ich überlegen. Ja, da hoch. Und ich glaube, da zur Seite. Jo. So. Liebe Freunde. Und springen und Control. Control ist abrollen. Hier noch. Und jetzt kommt ein Schrauber. Wo ist der Schrauber? That's the helicopter chasing my friends. Er jagt meine Freunde. Und ihr seht. My friends are in danger. Meine Freunde sind in Gefahr. Ihr seht, es, die Schatten sind nicht die gefährlichsten. Komm. Ja, komm hoch. Ah, ich muss hier wieder über den. Eieieiei. Wooms! Habt ihr das gesehen? Boah, ich bin so Jump-and-Run-skillig. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Jetzt wird's nochmal lustig. Nein, zum Ende der Folge. Komm. Und ich würde schon mal sagen, ich verabschiede mich. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr meine Videos auch an andere Leute verschickt. Nur so werde ich größer, nur so werde ich bekannter, wenn euch das... Oh, ich bin tot. Doch nicht. Geil. Warum bin ich nicht tot? Naja. Nur so werde ich bekannter und wenn euch das am Herzen liegt, dass ich eventuell größer und bekannter werde, dann teilt einfach das Video, liked es, abonniert mich und schaut auch die anderen Videos. Alles klar. Macht's gut und bis zur nächsten Folge Deadline. Ciao.